Hallo, ich bin Galina und heute zeige ich Ihnen, wie man Badeperlen selber macht. Sie benötigen 50 Gramm Stärkemehl, 200 Gramm Natron, 100 Milliliter Zitronensäure, 6 bis 7 Esslöffel Kokosfett, paar Tropfen Parfümöl, Lebensmittelfarbe und Kugelförmchen. In dieser Schale sind 50 Gramm Stärkemehl und 200 Gramm Natron zusammengemischt. Diese Menge reicht für die Herstellung von etwa 8 große Badekugeln oder von 30 bis 40 Badeperlen. Erwärmen und verrühren Sie in einer weiteren Schale das Kokosfett 6 bis 7 Esslöffel, 100 ml Zitronensäure, wenige Tropfen Parfümöl und Lebensmittelfarbe. Die Fettmischung müssen Sie nun zügig unter die trockenen Zutaten mischen, bis die Masse für die Badeperlen aussieht wie feuchter Sand. Nach Belieben können Sie noch weitere Zutaten wie Kokosraspeln oder geriebene Nüsse hinzufügen. Sie können entweder kleine Kugeln als Badeperlen oder wie ich große Badekugeln daraus formen und an einem trockenen Ort aufbewahren. So können Ihre fertigen Badeperlen aussehen. Gutes Gelingen!